habt ihr das hier? Leute, das ist mega heftig. Das da ist ein Glücksrad in Minecraft. Was geht, Mann? Und wir werden das Glücksrad auslosen, indem wir hier auf den Knopf drücken. Aber ihr fragt euch bestimmt, was passiert, wenn ich ein bestimmtes Feld auf dem Glücksrad habe. Und zwar werden wir uns dann hier in einen schrecklichen Charakter verwandeln. Wir haben ja alles von Siren Head bis zu Chucky oder hier der Killer oder die die Squid Game Puppe und der Squid Game Soldier und Hoogie Woogie. Und was werden wir damit machen, Leute? Wenn wir uns dann in diese Charaktere verwandeln, dann werden wir einfach das Fürchten lernen in Minecraft. Der sitzt nämlich zu Hause und den werden wir ordentlich trollen. Aber wir haben jetzt genug geredet und werden jetzt mal schauen, dass wir hier unser Glücksrad drehen. 3, 2, 1 und let's go! Und was kam raus? Pink, warte mal! Das ist dann hier der pinke Soldat, Leute! Dann werden wir uns jetzt gleich in den pinken Soldat verwandeln und einfach mal einen Besuch abstatten mit dem. Let's go! So, warte mal. Und jetzt haben wir die Ausrüstung von dem und sind auch raus mit dir. Perfekt, Mann, Leute! Was geht? Und wir haben sogar hier alles dabei, damit wir das Keksspiel aus Squid Game spielen können. Das muss dann einfach spielen und wenn er das nicht richtig macht, dann, Leute, bekommt er ordentliche Konsequenzen. So, davon ist der und wir werden ihm jetzt einen grausamen Besuch abstatten. Let's go, wir gehen zu seiner Tür hin und wir kommen mal ganz langsam. So, wir klopfen gar nicht erst, weil wir sind ein pinker Squid Game Soldat und wir ballern hier rum. Batz, 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 Mann. Er hat mich nicht gehört. Warte mal, ich baller ihn jetzt ab und batz. Was soll das denn? Wo wurde ich abgeschossen? Hä, das hat ja, er getan. Aua. Ja, er gleich, Leute. Hä? Hat es ja nicht bemerkt. Was hast denn? Oh nein, das ist doch der von Squid Game. Schnell weg hier. Ja, der müsste mich noch kennen, Leute. Und er weiß genau, was es bedeutet, wenn ich da aufkreuze. Und eine Tür von mir zu verschießen, bringt gar nichts, denn dann werfe ich meine Knallerbs hier rum. Und die machen nicht Bumm. Was ich hier wohl mache, Leute? Ich kann jetzt kaputt machen, auf damit! So, warte, dann muss er jetzt mitkommen. Hier, ich bleib jetzt mal. Nein, er muss mitspielen. Hey, der darf nicht einfach sagen, er spielt. Greif mich weiter an. Okay, was los? So, warte mal, er muss jetzt nämlich, Leute, hier. Und zwar setze ich jetzt hier ein Schild hin. So, warte mal. Du musst... Was ist das für ein Schicht? Aus dem Kick ein Dreieck formen. Okay, und ich gebe das Werkzeug dazu. Let's go, Leute. Was steht da? Du musst aus dem Keksteig ein Dreieck formen. Oh, oh. Ja, genau. Das wird bestimmt richtig schwer. Ich versuch's mal. Oh, ich darf hier keine Fehler machen. Wenn er einen Fehler macht, Leute, dann ist er Geschichte. Ganz vorsichtig. So, runter hier. Okay, warte mal, was ist das für ein Dreieck? Hat das überhaupt schon... Weiß ich, dieser eine Dings da, das sieht mir schon verdächtig aus, als hätte das nicht bestanden. Seht ihr das? Und jetzt ist auch noch der ganze Keks zerbrochen. Oh nein, er hat hey, was falsch gemacht. Ich. Und let's go, er hat was falsch gemacht. Ja, ich hab's doch gesehen. Komm her. Was soll das? Zack, Leute, jetzt ist er dran. Ich hab nichts zu tun. Er hat das Spiel nicht bestanden. Aber ich will jetzt an meinem Glücksrad drehen und werde mir den nächsten Charakter, mit dem ich ihn ärgern kann. Let's go. Und ich drücke auf den Knopf und zack, Mann. Lol, jetzt ist es Siren Head, Leute. Was geht? Wie cool. Bin jetzt zwar ein kleiner Siren Head, aber das tut nichts zur Sache. Wir haben Siren Head ausgewählt. Und das heißt, wir jetzt einfach zu einer Dance-Musik-Challenge einladen. Erstmal platziere ich hier die Rekorder hin. Die werden mega laut sein. Und dann kann er gar nicht aus seinem Haus zu kommen. Let's go! Boom, boom, boom. Und der Bass müsste so laut sein, Leute. Der müsste seine Fenster fast kaputt machen. Komm raus! Oh, oh, was geht hier denn, Mann? Was ist hier so laut? Ey, du bist so laut, mein Nachbar. Ich mach ja, die Tür wieder zu. Und hey, der darf ich zumachen, Leute. Der muss jetzt mit mir ein Dance-Battle machen. Obwohl, das ist mein Grundstück. Ey, das ist mein Grundstück. Raus hier. Meine Musik. Ich klau und dir das. Die schlechteren Tanzmoves macht, Leute, dann werde ich ihn zersäbeln mit meinem Schwert. Hä? Was sind das hier für Geräte? Hä? Das ist ein Tanzgerät und ich habe sogar einen Speedtrank, damit ich besser tanzen kann.
Mann! Ich glaube, das ist so ein Tanzspiel, oder? Oh nein, da will ein Battle gegen mich. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ja, Mann, so, warte mal, jetzt machen wir das Battle. 3, 2, 1, let's go. Und nach links und nach rechts und nach vorne. Leute, ich gebe mir mega viel mehr, weil ich bin Zahnrad. Ich werde verlieren. Ich habe mega viel Bass im Blut, so, den Rhythmus, so, zack, zack, zack. Und ich glaube, das sieht nach vorne viel schwächer aus. Obwohl, er gibt sich gerade richtig Mühe, muss ich sagen, Leute. Gegen mich zu gewinnen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Er ist runtergefallen und das ist für ihn vorbei. Ja, Mann. Siren Head hat gewonnen! Perfekt, ey! Leute, das war Siren Heads Minispiel und es war mega krass. Oha, was geht, Mann? Ich nehme hier alles mit und drück gleich auf den Knopf, damit ich den nächsten Charakter werde. Und was wird es? Let's go, so! Und das ist diesmal Hoogie Boogie! Was geht? Perfekt, wir haben einen Grappling Hook, Leute! Mit dem wir uns rumziehen können. Was geht, Mann? Und Lava-Wasserballons und Wasserballons und ein Chicken-Sword. Oha, wie cool, Mann. Wir können uns damit einfach rumziehen. So, was geht? Und können auf sein Hausdach steigen. Und wir können ihn erst ertrollen. Das wäre lustig, dass er denkt, wir werfen nur Wasserbombe und dann kommt eine Lava-Bombe. Und dann würde er ziemlich überrascht sein, wenn sie ihn wegbrutzeln. Davon ist er. Der müsste mich schon gesehen haben. Ja, Mann. Jetzt kommt das ist doch Huggy Wuggy! Ja, er hat mich gleich erkannt, Leute! Oh so. Nein, warum ist er in meinem Haus? Das habe ich Huggy Wuggy getan! Ich war doch immer letztes Jahr! Wo ist Alpha? Wir jagen den jetzt einfach durch, so wie es Huggy Wuggy macht! Du verfolgst mich jedes Mal! Oh nein! Ja, das Huggy Wuggy Game funktioniert ich so! Ich schnell vor die Tür, der wird mich niemals kriegen! Dass wir unser Opfer, nämlich Alpha, jagen! Und er muss sich verstecken! Oh, oh nein! Mann, ich komme da nicht durch! Warte mal, ich brauche ein bisschen Hilfe! Was mache ich jetzt? Hilfe kommt nicht für den, Leute. Für Hilfe ist es für ihn. Hier muss doch irgendwo ein Schwert sein, bitte. Oh nein. Ja, Mann, oh, jetzt werfen wir unser Wasser. Aber jetzt denkt er, dass es unschädlich ist. Das ist mein Ende. Hä? Jetzt machen wir gar keinen Schaden, das ist doch nur Wasser. Aber jetzt kommt die Lava-Bombe. Wo kommt jetzt Lava? Let's go. Nein. Und ich flute sein Keller, Leute. Huggy Wuggy hat Alpha erfolgreich getrollt. Und der nächste Charakter wartet schon auf seine Auslosung. Let's go, ab zum Glücksrad. Und mal sehen, was es wird, so. Und diesmal ist es die Squid Game Puppe. Oha, und ich habe jede Menge Snipers. Oha, sogar mit Explosionsmunition. Wie nice, ey. Was geht, Mann? Warte mal, und Mann. Leute, wie heftig. Und hier Farbe, wir können einfach rotes Licht, grünes Licht mit Alpha spielt, so. Ich komme jetzt mal zu mir in den Garten, um mit ihm zu spielen. Let's go. Wo steckt der? Ich werde ihn finden. Ich baue jetzt ganz kurz aber vorher noch hier das Spielfeld für rotes Licht, grünes Licht. Und zwar muss Alpha von hier und da nach da vorne kommen. Ey, das kommt eine Puppe. Komm her, Mann. Ich kann dich nicht bekämpfen, Leute. Oh, ich hab voll die OP-Waffe. Der muss stehen bleiben, so. Der darf sich jetzt nicht mehr bewegen, Leute. Denn wir spielen zusammen rotes Licht, grünes Licht. Was machen die denn? So, und ich greife jetzt erstmal gar nicht mal. Der muss nämlich von da nach da laufen. Und hier brauche ich ein bisschen Platz, deswegen mache ich das mal hier weg. Und Mann, dann was soll das auch damit? Perfekt, Leute. Mein Spielfeld ist fertig. Oh, und ihr müsst eigentlich wissen, was das bedeutet, wenn er mich hier sieht. Oh, oh, spielen wir jetzt wirklich rotes Licht, grünes Licht? Ja, er hat's kapiert. Perfekt. Okay, dann drehe ich mich jetzt rum, Leute. Oh nein, und let's go. Und jetzt komme ich. Ah, er hat sich nicht bewegt. Okay, vielleicht gewinnt er das Spiel. Und zack. Oh, er hat sich wieder nicht bewegt. Und let's go. Wieder nicht. Und bam. Ah, das war sehr knapp. Aber er ist kurz vor der Ziellinie. Und ja, er hat sich bewegt. Doch, ich habe es gesehen. Aber er hat es schon drüber geschafft. Ich aber bin am Ziel, ich hab's geschafft. Wir lassen uns jetzt nicht loben und werden trotzdem alles an ihm ausprobieren. Hey, so. Ich hab doch das Spiel gemacht, schon wieder an den Schummler hier. Was denn, Schummler? Wir müssen uns schnell verziehen, weil sonst müssen wir mir einen Preis geben. So, und ich hab gewonnen, gib mir meine Geschenke. Es gibt keine Geschenke, wir müssen schnell weg hier. Mach die fertig. Let's go, und jetzt dürft ihr nicht mehr weggehen hier. Und weg hier. Wir holen uns schnell den nächsten Charakter, Bats. Und das wird diesmal Chucky sein. Boah, wir haben jetzt hier ein Knife und ein Flammenwerfer. Wir werden jetzt erstmal so tun, als wären wir Spielzeug und platzieren uns mal in Alphas Schlafzimmer und tun einfach so, als wären wir kein lebendiger Gangster. Und dann heute Nacht werden wir den ordentlich ärgern. Let's go, so. Wo ist sein Bett? Und ich setze mich hier einfach genau hier auf seinen Nachttisch, so.
Und hier warte ich jetzt einfach und du sollst welche eine Actionfigur. Bis heute Nacht, Leute. Und es ist Nacht geworden. Perfekt, Mann. Lohnt sich einverlaufen. Vielleicht geht er bald ins Bett, weil er müsste ja todmüde sein von dem anstrengenden Tag. Oh, ich bin so müde. Oh, ich darf mich nicht bewegen, Leute. Ich muss es tun. Eigentlich wollte ich mich doch noch einbauen. Oh, was mache ich jetzt am besten? Ich musste tun, als wäre ich ein Spielzeug und mich einfach nicht bewegen. Oh, der baut sich sogar mit Obsidian ein. Ich schütze mein Bett noch ein bisschen. So. Hoffentlich baut er mich nicht zu, weil ich will auch da sein, um ihn besiegen zu können. Diesmal wird mich keiner mehr angreifen. Ich glaube, jetzt bin ich sicher. So. Denkt er, dass er sicher ist? Er glaubt es tatsächlich. Und das jetzt? Gar nicht geglaubt, ey. Und er schläft, Leute. Das ist unsere Zeit. Wir zücken unser Messer und unser Flammenwerfer und fackeln den erstmal. Und jetzt piekst du wieder damit. Schon wieder, komm, hör mal. Du hast mich angegriffen, hä? Was ist das denn für eine kleine Puppe? Was ist das? Ja, aber ey, ich muss mich zurück, ey. So, und Flammenwerfer, komm her, Mann. Ich erkenne das gar nicht. Was geht hier ab, Leute? Ja, Mann, das war mega lustig. Und jetzt kommt der letzte im Bunde, den wir da vorne haben. Wir können eigentlich nur noch einen auslosen hier. Und das ist, glaube ich, der Killer. Und der hat auch ein Knife, so unter der Spitzhacke. Und kann sich einfach durch Wände durchbauen. Und einfach hat ja alles mit Obsidian zugebaut, oha. Aber wir kriegen das mit unserer Spitzhacke einfach rauf und kommen hier einfach rein. So, ihr müsst mich sehen, Leute. Wir müssen ein bisschen ärgern. Was ist das schon wieder? Jetzt riecht sie jetzt ordentlich. Also, wir müssen ihm so ein bisschen Angst machen mit dem. Oh. Weil eigentlich ist er viel stärker als wir. Wenn wir nicht mal Rüstung anstehen. Wir sind einfach nur schaurig aus. So, und er ist im Unterstock weg. Ich baue mich einfach hier runter mit meiner krassen Spitzhacke. Und er kann mir gar nicht entkommen eigentlich. Bitte geh weg, ich habe dir noch nichts getan. Was haben wir getan? Dann, Leute, natürlich nichts, aber... Oh, folg mich, nein. Komm her, so. Oh, nein, schon weg hier. Ja, er kann nicht mehr weglaufen, Leute. Ja, wen in der Falle. Oh, ich glaube, ich bin der Sackgasse, oh nein. Ja, Mann, und... Warte, ich habe dir ein Schwert. Komm her, Mann, ich greife ihn auch an. Oh nein, Leute, Hilfe, ich habe keine Chance. Die hat nicht mal Rüstung an. Die kriege ich locker. Nein, das sind noch Zombies. Hilfe, weg hier. Die bleiben! Oh nein, muss weg hier, nein! Leute, mega nice trotzdem. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao!